Publikum nicht sehr gefiel. So glaube ich herausgehört zu haben. Aber jetzt Beifall für Roza Galieva und den Schlusspunkt. Ach, den Schlusspunkt am Brexit noch lange nicht. Der Spanier Carvalho, da sind noch einige dran, also Hoffnung besteht noch auf die Weckerwiederholung. Interessante musikalische Begleitung. Eine solistische Gitarre und eigenwillig und mit eigener Handschrift vorgetragen von Roza Galieva. Ja, liebe Zuschauer, ich sage es nochmal, der Kommentator hier ist genauso schlau wie Sie am Bildschirm. Es liegen keine anderen Informationen im Moment dieser Live-Übertragung vor, als jene, die über das Bildsignal kommen. Das heißt, wir können Ihnen auch nicht mehr sagen, sondern nur mutmaßen und interpretieren das, was wir sehen. Es werden auch nicht immer die Wertungen eingeblendet. Und wie gesagt, man turnt parallel, Boden und Track beispielsweise. Und die Gesamtübersicht über die Semifinals wird man erst am Ende bekommen, wenn alle Übungen durch sind und wenn die Tabellen Klarheit bringen. Und die Ungewissheit hat sich zumindest am Barren erst einmal gelöst. Valeri Belenky ist als bester des Semifinals mit großen Chancen fürs Finale qualifiziert. Eine Sorge sind wir also los. Erster Finalplatz aus deutscher Sicht ist sicher. Und um den zweiten bangen wir noch ein wenig.